wenn wir die Quest erledigt haben, dann kriegen wir noch mal vier paar, was wollte ich jetzt sagen, Paragon-Punkte. Ich jetzt Paragon sagen irgendwie. Ich weiß nie, was du sagen willst, Daniel. Es ist und bleibt ein Rätsel. Wir kriegen noch vier Aragorn-Punkte. Ja, durch Stärke erhöht sich meine Rüstung. Sind ein Schwertkämpfer und ein Priester zusammengekommen. Das ist der Anfang von dem Witz. Tja, hier kommen viele Schwertkämpfer vorbei. Aber ein solches Paar fällt auf. Hab sie nicht gesehen. Ich habe zwei Schwerter. Würde weiter rumfragen. Wir sind noch ein kümmerisches, merkwürdiges Paar. Hat in einem Barbar und einen Totenbeschwörer in eine Bar. Alle sind tot. Haha. Ja, irgendwie schon, ey. Der Barbar tötet alle und der Tod. Ja, ich tue die wiederbeleben. Das ist der Witz. Habt ihr einen einäugigen Schwertkämpfer gesehen, der mit einem Kaplan reist? Oh, ja, ja, natürlich. Ist auch ein guter Freund von mir, wisst ihr? Für eine Gebühr. Habt ihr so einen Typen gesehen, den ein Finger fehlt? Das ist keine gute Idee, Kiana. Seht ihn doch an. Das ist kein Narr. Kein Gold, leck mich. Das sind 50 Gold, die uns jetzt durch die Lappen gehen. Das wäre jetzt passend, hättest du noch den anderen Titel gehabt, Daniel, mit dem Narren. Ja. Er hat ja gesagt, das ist kein Narr. Hast du mal meinen Titel gesehen? Der ist ein professioneller Narr. Ein zerkratzter Tisch, geil. Geh mal, schick da immer schön zurück nach Ikea. Doch, solange ich in der Stadt bin. Oh, da ist ein Stuhl, geil. Oh, warte, den kenn ich. Ich will, dass mein Golem sich mal auf den Stuhl setzt. Boah. Sagt der Priester, Hey. Sprich mal mit dem. Verdammt. Ich hab doch gesagt, das hört sich alles nach einem Witz an. Vergesst es. Den kenne ich schon. Mein Charakter war nicht amüsiert. Mein Charakter, der lacht nur im Keller. Den kannte ich schon. Sie müssen sterben. Und dann schubst er den so ins Wasser. Ich erinnere mich. Sie waren auf der Suche nach Söldnern. Ich nehme an, der Pfaffe war kein Kämpfer. Drei haben sie mitgenommen. Nur Seth ist zurückgekehrt. Seth, wo ist sie? Draußen bei der Bucht. Aber Seth tickt nicht ganz sauber. Spricht mit niemandem. Woher wissen wir, dass das eine Frau ist? Ich habe welche für sie, falls ihr bezahlen könnt. Wir haben gute Menschenkenntnisse. Haben jetzt ganz zufällig mit der richtigen Person als letztes geredet. So. Habt ihr einen Moment? Ich habe Arbeit für euch. Ich nehme den Auftrag an. Ich wusste, also, ohne überhaupt zu fragen, was überhaupt der Auftrag ist. Du kennst doch. Manche haben so hohes Charisma, Daniel. Du nimmst das an. Du weißt, was los ist. Du hattest mich schon mit Hallo. Erledigt euren kleinen Auftrag. Ich werde zusehen, dass Rodney nicht wieder plaudert. Kauf den Kerrigar mit. Was für ein Ding. Du, schau wieder. Oh nein, 100 Gold. Noch. Oh. Oh. Autsch, bin pleite. Na gut. Und wehe, das ist nicht der Knaller. Oh. Das Stadtportal für die Rückkehr wird geschlossen. Was bedeutet das überhaupt? Diese Nachricht kriegen wir jedes Mal, wenn wir die Stadt verlassen. Ist das zweite Portal da? Ändert dich, wo ich mich immer zu dir teleportiere? Also, ich bin hier. Worum geht es? Verzeiht mir all diesen Aufwand.
da ist seit kurzem in Hinterpfuhl etwas wilder. Wem redest du da, Daniel? Ist doch gar niemand. Ich hab's denn schon wieder verpasst. Damit das so bleibt. Hast du halt Ding gekauft, dass du halt mit den Typen in der Mitte redest? Ja, ich hab gekauft. Brüder vielleicht nicht so diplomatisch angehen würden. Ich hab da keiner bei mir. Oder nicht. Ich hab hier so einen Typen namens Linden. Bei mir ist ja niemand. Was hat er gekauft? Ermessungsausgaben heißt die Quest. Mit den Typen hier in der Mitte geredet. Habe ich das Ding geholt. Was sind aber die? Überreste, Schatz der Schmerztiegel. Oh nein. Ich hab die Quest nicht. Oh nein. Ich hab doch gerade von dem Typen da was gekauft hier. Ja, war das überhaupt die richtige? Naja, nicht. Na, dann machen wir erstmal das hier mit dem. Der Sef. Na, komm mal weiter. Jetzt geredet, nachdem du das hier gekauft hast. Mit so einem Typen vor der Stadt. Bei mir ist da keiner. Weiß ich auch nicht. Ich weiß nicht, ob das auch die gleiche Quest war. Jetzt folgt mir der Typ. Ich sehe den auch, aber ich... Machen wir es mal hier. Müssen wir hier machen. Findet hier Sef südlich von Hinterpfuhl. Wenn nicht, dann muss ich die abbrechen. Aber gefunden. Ich habe euch etwas Matt mitgebracht. Was kostet mich das? Niveau sagt dir, hätte ich vor ein paar Wochen mit zwei Männern die Stadt verlassen. Simon und Elias. Waldexplosion. Ich suche nach Simon. Oh, Simon. Er war so lieb. Ich hätte... Er wollte kein Gold. Das war alleine Elias. Ich habe Albträume von ihm. Von Elias wahren Gesicht. Ich habe Simon bei ihm gelassen. Und das hätte ich nicht tun sollen. Was hat dieser Simon zu euch gesagt? So, siehst du die wenigstens? Ja. Wo habt ihr Elias und Simon zurückgelassen? Sie gingen nach Esret. Liegt im südlichsten Teil der Auen von Fethys. Wir können uns da treffen. Okay. Nein, immer noch 10 Punkte. Das gibt es jetzt nicht. Dann breche ich mal die andere Quest ab. Damit wir auf dem gleichen Stand sind. Mit dreien, sie kommen. Was? Mit drei, sie kommen. Treffe Seth vor den Toren von Esther. Wo ist das? Das ist eine Quest in der Stadt von Hinterpfuhl. Ja, das ist jetzt bei mir auch aufgetaucht. Ermessen-Ausgaben. Ja, das ist die ich gerade abgebrochen habe. Ja, ich habe die gar nicht angenommen. Ich wusste nicht, dass du die angenommen hast. Du Boah. Dann reden wir eben noch mal mit dem. Ich sehe dich. Sitzt gerade auf dem Stuhl da oben. Ich will hier gerade nicht rein, ey. Das ist kein Buffet. Das heißt Hinterpfuhl. Ja, ich meine. Habt ihr einen Moment? Ich habe Arbeit für euch. Seht. Nein, was? Mein Gott, das ist wie so ein scheiß Köter, der auf Heroin ist. Kommt mit nach hinten raus, dann verrate ich euch die Details. Und im Sinne der Diskretion vertraue ich natürlich... Ich verrate allen davon. Zwischen uns bleibt,
Na schön. Erledigt euren kleinen. Ach, das ist der gleiche Typ, den ich draußen gesehen habe. So. Ich bin hier, worum geht's? Verzeiht mir all diesen. Hab so ein sehr komisches Déjà-vu gerade. Tabfuhl etwas wilder zugeht, ziehen wir unerwünschte Aufmerksamkeit auf unsere bescheidene Stadt. Wisst ihr, offiziell ist der Ort auf keiner Karte verzeichnet. Damit das so bleibt, bin ich einen Handel. Ja, hättest du schon mal mit dem geredet? Etwas blutrünstigeren Brüder vielleicht nicht so diplomatisch angehen würden. Ich habe die Vorräte in der Nähe versteckt. Wir holen sie, bestechen die Gesetzeshüter und ihr macht schnelles Geld. Oh, ich liebe schnelles Geld. Wir stechen den Gesetzeshüter, alles klar. So. Oh yeah. Jemand muss mein Versteck gefunden haben. Es sei denn... Ah, Moment. Nein, das ist nicht die richtige Stelle. Sieht mich nicht so an. Ich bin alt. Auf meiner Notiz steht, ich sollte den Ort nicht an die große Glocke hängen. Das wird auch meine Ausrede sein, wenn ich alt werde. Ich... Lass mich, ich bin alt. Es ist nicht weit, das weiß ich. Boah, heute beim Einkaufen, ne, so ein Rentnerpärchen, ne, die sind mit zwei Einkaufswagen durch die Gegend gerast, ey. Aber der eine war die ganze Zeit leer. So, ja, vielleicht hat Tunja getrennt einkaufen und so. Ne, der eine hat die ganze Zeit nur einen leeren Einkaufswagen durch die Gegend geschleppt. Hat er den Weg blockiert, ey. Machen gerade nicht. Warum hast du denn keine reingehauen? Ich darf nur sehen, wie der Daniel Rentner umbringt. Da kriegst du eine Medaille Rentnerjagd. Lassen wir sie nicht warten. Oh mein Gott, ist das weit. Oh, ich liebe es, wie ich einfach durch Zeugs durchreite und alles geht kaputt. Immer locker bleiben, Leute, immer locker bleiben. Kommen Willenskraft. Das weder Schuft noch Schlange ist. Ich versichere euch, der Sohn verschlingt nur Schlangen und Schuft. Wir haben die Vorräte. No, nein. Egal, in der Story geht weg. Wo wollen wir hin? Du bist doch ganz sicher. Was ist gerade passiert? Linde, ihr Mistkerl. Ihr hattet doch behauptet, die Einheimischen wären unter Kontrolle. Ich würde sagen, die sehen ziemlich kontrolliert aus. Ihr etwa nicht? Und wie sollen wir bitte erklären, dass unsere friedliche Expedition der hat keine Kontrolle. Zum Tod eines Kreuzritters geführt hat? Ganz ruhig. Ich bin dauerhaft wütend. Jetzt müsst ihr diese Vorräte nur noch durch zwei teilen. Ich würde sagen, ich habe euch einen Gefallen getan.
Linden. Du bist ein krankes Schwein, Linden. Ich habe kein Problem damit, zwei weitere erbärmliche Kreuzritter an den Sumpf zu verfüttern, um Hinterpfuhl zu schützen. Wir verstehen den Wink mit dem Zaunpfahl und gehen. Aber diese Übereinkunft wird nicht mehr lange halten. Nicht mit dem Zaunpfahl. Das hätte besser laufen können. Wohl wahr. So viel zur Diskretion. Und ich habe bewusst nur mit wenigen Vertrauten über diesen Handel gesprochen. Also haben wir einen Spitzel. Sucht mich in Hinterpfuhl auf, sobald ihr könnt. Ich bin's. Wartet mehr Arbeit auf euch. Ihr Glückspilz. Ich kassiere erstmal meine Paragon-Punkte ein. Wir haben Kopfschutz gefunden. Nein, der ist schwächer. Und ich kriege ein neues Design dafür. Nice. Boom. Boah. Jetzt kann ich gerade in den Sockel packen. Oh, ich komme zum nächsten Dingen. Sehr geil. 1, 2. Oh, plus 10% Schaden während Berserker-Modus. Oh, 16% Schaden gegen Elite-Gegner. Oh. Also wie so eine Rakete irgendwie, das Ding. So, jetzt weiß ich nicht, wo ich als nächstes hingehen soll auf meinem Brettchen. Obwohl doch, vielleicht. Ich weiß ja nicht, wie viele Punkte wir noch bekommen. Ich kann jetzt eine zweite Glyphe da reinpacken, Daniel. Ja. Ich habe auch eine, aber ich habe nicht so viele Bonus irgendwie davon profitieren irgendwie. Ja, kann ich mir vorstellen. Ja, warum aktiviere ich das eigentlich nicht? Das ist... Na, was haben wir denn da? Was zeigt hier nebenan? Bewältigungsschaden. Ich bin gerade mal am gucken, was ich da rein tue. Ich glaube, da gehe ich als nächstes hin. Wo gehe ich denn da hin? Intelligenz, bäh. Oh, das sieht doch nicht schlecht aus. Stärke, ja, ja. Ja, ich habe schon wieder einen Weg gefunden. Ich versuche ja so viele von diesen legendären, von diesen goldenen Punkten wie möglich hier abzusahen. Ja, ja. Sind alle gerade relativ nah bei mir in der Nähe. Ja, ich will aber nicht gestählt sein direkt. Ich will auch nicht mehr Heilung durch Tränke. Wie sieht's denn so aus mit unserem Regionsfortschritt? Nicht schlecht, nicht schlecht. Angenehm Müll für die Jahreszeit. Ich habe irgendwie erst verlangt, die restliche Karte noch aufzudecken, weil wir uns fehlen nicht mehr viele. Es fehlen nur 3 Gebiete in einem Dingen, 4 Gebiete in dem anderen und 13 im einen. Wieso fehlen uns im ersten Gebiet noch die meisten Dinger? Gibt's da nicht. Ich weiß gar nicht, was ich da reinpacken soll. Ich gehe schon mal irgendwo hin. Aber das ist gar nicht so ein Ding. Nein, lass mich nicht allein, Daniel. Ist ja nichts in der Nähe hier. Ich will mal wetten, dass da noch eine Stadt ist, ey. Das ist irgendwo eine Stadt hier. Wir gehen mal hier hin. Hier ist auch noch eine Quest. Boah. Auf und davon. Der König will wieder was von uns. My boy.
es noch weitere Relikte der Aufseher zu finden. Ja, in der Tat. Ich hatte da von einem weiteren Artefakt gehört, aber noch keine Gelegenheit, danach zu suchen. Das Beil eines Aufsehers. Dieser Kerl war ein echter Schlechter und gab schließlich seine Fertigkeit mit der Klinge und den Spalter selbst an seine Tochter weiter. Halion. Nach Halions Tod vermuteten die Magier eine Finsternis in dem Beil. Es gelang ihnen, es in die Finger zu bekommen. Ich habe jetzt auch ein Beil. Die flüsternden Gewölbe wegzusperren. Das Gewölbe wurde schon vor langer Zeit geplündert und die Magier vertrieben. Aber ich hoffe, dass es noch immer in einer der Truhen dort liegt. Na, dann holen wir uns mal die Truhe. Auch wenn er wahrscheinlich wieder vollkommen woanders ist. Hm. Machen wir jetzt mal das hier. Dämonische Essenzen. Aber... da reinsammeln. Was ist hier? Oder hast du das schon? Der hat hier so eine Truhe gehabt. Deaktivierter Ring ist da drin. Hm. Nö. Hast du ich habe hier die Truhe angesprochen, der hat einen Questgegenstand ausgesprochen. Okay. Bei mir ist nichts. Nicht die. Hast du das schon? Questgegenstand. Also der deaktivierte Ring. Questgegenstand Schatz. Dieser Ring unbekannter Ursprung. Sind Questgegenstände da? Deaktivierte Ring, ja, habe ich. Ja, den hast du schon, okay. Ja, das ist ja gut. Hast du für mich eingesammelt? Der ist irgendwie in meine Tasche gelandet. Ringe landen nicht einfach in Hosentaschen. Ich nehme mal an, du hast vergessen, dass du ihn da reingesteckt hast. So wie ich das sehe, gibt es drei Möglichkeiten. Genau, daran habe ich auch gedacht. Du warst es. Zweitens, du warst es. Und drittens, du warst es. Ja, genau daran habe ich auch gedacht. Oh, wir müssen die Dinger einsammeln. Ich muss warten. Gebt mir eure Essenzen. Ja, rote Lichter, oder? Aktivierter Ring. Zum im Namen der Liebe heißt die Quest. Mit dreien sind sie, mit dreien sie kommen und mit einem sie gehen. Ja, da wir lieben die Liebe da. Wie viele sind hier? Ja, sind hier sehr viele waschende Gegner. Wow, sie explodieren da und töten sich. Was ist denn das für eine Eisskulptur? Ja. Zum flüsternden Gewölbe. Waren wir nicht schon mal? Kommt mir bekannt vor, flüsterndes Gewölbe. Mal schon. Ich war irgendwo schon mal drin, wo es flüstert. Ja, irgendwie kommt mir das hier bekannt vor. Wir waren wir doch schon dreimal drin. War gerade ein Rennen. Bonk. Bonk. Meine Feuerwelle machen die Bücher gerade kaputt. Sehr
Gern geschehen. Warum kann ich dich? Ich bin noch nicht bereit. Ich muss warten. Mag ich, der steht gar nicht. Ja, wir müssen irgendwas zerstören, sich gerade. Keine Chance, der Arme. Bücher. Da kam einer raus und hat einen Pfeil auf dich geschossen, ey. Nein. Was ist passiert? Ich wurde schon wieder betäubt, ey. Ich muss mal. Von irgendeiner Scheiße, ey. Leck mich. Ey, wir haben irgendeinen Betäubungsmodus. Die gehen mir auf den Keks. Ja, warum halten die so viel aus? Wer bufft den hier hoch? Seid ihr das? Oder du? Er ist tot. Stirb. Nimm das heilige Symbol, ich töte dich. Ah, Donnerstick. I'll kill you. Teleporter. Ich teleportiere mich mal weg. Du schaffst das schon, ne? Nein, jetzt sind wir jetzt zurück auf der. Idiot. Mach du mal, ich muss mal meinen Paragon ausgeben. wo gehen wir hin? Da lang wollte ich, ne? Ja. Schicklichkeit daneben. Wir wurden getrennt. Meine Freunde sind tot. Oh Gott. Er hat voll gelockt. Mein Gott. Ja, er geht getan. Okay. Mein Gott. Für noch. Jetzt wird tot sein. Boah. Hey. Bin noch. So mehr. Ich muss warten. Okay, endlich sind sie alle weg. Na, ich dachte, jetzt kommt noch Wille. So. So, gehen wir mal. Stand direkt vor der Tür, haben wir mit der Armbrust ins Gesicht geschossen.
Hilfe. Kann er jetzt könnte manchmal nicht von den Gegnern hier unterscheiden. Die sind durchsichtig. Deswegen merke ich, die sind Geister. Jetzt ist ein Geist nur weil es undurchsichtig ist. Hörst du mich um und ich darf über sowas nicht nachdenken. Aus Platz bei Gehirn. Boah, Feuerring, Feuerring, Feuerring. Scheiße. Ich kann mich hier nicht finden. Er sagt ja, der ist tot. Ich wollte diese weiße Truhe dann gar nicht einsammeln. Ah, ich habe einen Spalter gefunden. Ich habe einen Questgegenstand gefunden. Eine Truhe. Als Spalter der unsterblichen Liebe. Ja. Nein, ich bin keine Frau. Du bist ein Geist, halt noch. Du hast keine Gefühle. Pyramide, ich töte dich. Pyramide am Stiel, ich töte dich. Öffnet Chris eine Tür, spricht mit Rakan. Okay. Ins Portal. Dann müssen wir da vor dem Boss-Ding kommen, ne? Ja. Die Tür aufgeflüstert. Oh nein! Ah! Ich muss warten. Muss ich erst wütend werden? Dann wird die Tür immer noch zu. Die Tür da bei dir offen, Daniel? Ja. Bei mir ist die zu. Ich laufe ja gerade durch. Fehlt. Was steht denn da in der Luft? Fleischfresser. Oh. Was hatten wir? Das waren Geister. Glyphe, Kontrolle. Ich muss machen. Aber ich hatte eine gute Glyphe für dich. Ja, nur wieder. Blizzard da noch am Hageln ist. Ja. Ich sehe halt die ganze Zeit. Flüster, flüster, flüster. Flüster Mäuschen, wer klopft an meinem Häuschen?
ist der Grabesfürst. Das wäre alle anderen Gegner auch. Wir beugen dich ans Grab. Ah. Ich bleib mal jetzt hier im Spiel. Okay. Und ich seht euch. Ja, mein Ultimate kann sie nicht abbrechen. Kopfschuss, legendär heilig. Wir haben nichts überbauen. Das kennen wir ja schon, Daniel. Aspekt der instabilen. Was auch immer. Warum sagt ihr mir nicht, für welche Klasse das ist? War wahrscheinlich wieder nichts für uns. Ja. Na gut. Wo ist denn jetzt die Quest mit der Liebe? Halt. Doch, da war die Quest mit der Liebesachs. Ja. Voll den Umweg, damit ich direkt bei Daniels Füßen landen kann. Daniel, nicht erschrecken, ich komme. Wollte ich erschrecke ich mich nicht, nur von einem Skeletten. Ah! Okay. Ich habe den Spalter gefunden, ein Geist ist da angefangen. Was ihr nicht sagt, wer war er? Ein Ehemann, ein Geist. Geliebter? Nein, ein Geist. Ich bin nicht überrascht. Bist ihr schon weit und breit für ihre vielen Liebhaber berüchtigt, die einer nach dem anderen verschwanden. Der Legende nach. Was zum Mumsen hat denn kaputt gegangen? Eifersucht verderben. Zweifellos das Werk des Spalters. Wir waren kaputt gegangen, nicht? Unweigerlich. Jeden einzelnen Partner und Geliebten. Damit sie für immer zusammenblieben, verzehrte sie dann ihr Fleisch, sodass sie niemals getrennt wären. Ja, das mache ich auch. Leider bedeutet das aber auch, dass diese armen Seelen niemals wirklich Frieden finden werden. Naja, wenigstens habt ihr mir das Beil gebracht. Gebt mir das Beil. Ich will auch Liebe verbreiten. Von bewahren kann. Da ist irgendeiner am Aggressiv. Aber das ist ein anderer Spieler, Daniel, der war das. Die Dämonen-Essenzen haben den Ring erfüllt. Hier ist er. Er ist jetzt aktiviert. Nein. Pass auf, müssen wir den deaktivieren. Loslassen. Das garstige Ding trägt einen Sinn. Spürt ihr nicht, wie es brennt? Es war nie für Dämonen gedacht. Nun ja, ich spüre ein kleines Jucken. Ich aktiviere diese Karte und ich aktiviere diese Karte und ich aktiviere diese Karte. Ich aktiviere deine Mutter und ich aktiviere was? Ganz genau, Kaiba, deine Mutter. Ich habe sie aktiviert. You heard me, Kaiba. Your mother, I activated her. Turns out I was all along your daddy. Daddy. Your daddy, after all, your daddy must be very proud of you. Whoever that is. Als er gesagt hat, das brennt, habe ich an Patrick gesagt, als er den Deckel angefasst hat. Oh, das brennt! Warum war das so geil, die Sendung?
kurzer Zeit noch einen Stützpunkt auseinanderzunehmen, bevor er wetten, dass dann das ein Stützpunkt ist. Irgendwie aus irgendeinem Grund geht das Level irgendwie 2 Level höher, wenn ich darüber scrolle. Was unaufgedeckte Gebiet. Oder Daniel, du hast mein letztes Essen geklaut. Jetzt muss ich verhungern. Das war so geil damals. Wer von euch Schwerverbrechern hat meinen Lolli gegessen? Ich mein's ernst. Ich mein's ernst. Na, no, warte mal hier. Ich hätte gedacht, hier wäre irgendwo eine Stadt. Uns fehlen ja genau 2 Wegpunkte. Dann gehen wir zum der Onyx-Turm. Können wir uns einen Shiny Onyx farmen? Oh, geil. Banditen. Ich sollte vorsichtig Banditen? Was für Barbaren. Auf zum Totenkopf. Oh nein. Verschlossen. Na. No. Dann dreht die Tür einfach auf. Nutzt die Technologie. Wir nutzen die Technologie. Wie Kleid und der andere Tutti. Nicht Kleid. Cloud. Kleid. Ja, doch die gleichen Leute. Oh, ich habe die Barrikade eingerissen. Ich muss warten. Jetzt könnt ihr euch nicht mehr verstecken. Ich hab den Bär befreit. Nein. Das ist ein besudelter Grizzly. Au, aua. Auf, Daniel, geh in Formation. Wow. Ouch. Ich muss warten. Drei Dinger auf mich. Das Spiel ist aus. Wieso denn? Ich muss warten. Haus Maul. Und rette ich. Oh, Lagerschlüssel. Ja. Sogar da eingesammelt. Ich muss warten. Das ist von mir einfach verschwunden. Boah, Alter. Ein Fall rastet auf. Fällt aber alles auseinander. Was? Ja! Der Stuhl ist perfekt! Und so. Ah, nicht daneben. Okay. Wir machen euer Zuhause kaputt. Hier ist euer Fortwagen. Tod. Da ist euer Zelt. Tod. Hier ist euer Turm. Tod. Ich sehe euch. Dich sehe ich auch. Zip. Bin noch nicht fertig.
Oh nein, meine Geschosse sind ganz langsam. Ich bin halt immer noch ziemlich OP, die Tentakeln, ey. Ja. Nachdem ich die ausgerüstet habe, ist dann dein Leben so viel leichter geworden. Warte mal. Aha. Schon sagen, so ein winziges Gebiet, oder? So, können wir jetzt da rein? Verschlossen. Ah. Oh. Nein. Also, du musst es halt öffnen. Was? Bei mir stand auch, das ging nicht, hä? Was? Weil ich den Schlüssel hatte, nämlich mal. Ja, ja. Geile Tour. Dafür bräuchten wir jetzt den Schlüssel. Ah, der hat einen Brief, Daniel. Hier ist ein Brief. Boah. Ich muss warten. Boah, ich sehe das nicht. 4 Tage sind verstrichen. Ist ja einfach nur irgendeine Farbe, die mich nicht interessiert. Du musst die Leichen umdrehen, Daniel. Wie kommst du eigentlich dazu, zu degenerieren, dann? Die unterzeichnenden Offiziere erbitten eure Gegenstände und die noch blauen Gegenstände. Und jetzt bist du da auf einmal. Wie kannst du eigentlich dich zurückentwickeln? Ich sehe nur noch Gold und Orange, okay? Alles klar. Ich muss warten. Ich bin noch. Oh nein, er ist Gift verzaubert. Rückzug! Ja gut, wie diese ganzen Gegner einfach nichts Wichtiges fallen lassen. Hm. Na was? Ja. Ui! Weil der Daniel konnte mir unter meinen Rock gucken. Ja. Er sagt auch noch ja. 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 Ich könnte euch. Da kommt jetzt Rockmusik, was? Ich treibe mich nicht mit Banditen herum. Ich bin zu zivilisiert. Ich wollte gerade sagen, warum steht der da nur blöd rum? Das fehlt ab sich jetzt ganz gerade. Er wollte mich bekehren. Ich muss warten. Ob ich für seine Truppen rekrutieren? Ich habe gesagt, nee. Er hat mit dem geredet, oder was? Ja. Boah, ich kann ihn nicht so angreifen, überall ist Nebel. Ich sehe Nebel nichts. Ich sehe überhaupt keinen Nebel, was siehst du denn da? Ja, diese komischen Wolken, die einen davon abhalten, irgendwas zu machen. Also, der hat ja. Irgendwie ist das hier bei mir gar nicht. Oh, Amulett heilig, legendär. Und ich habe eine heilige Axt. Boah, plus 89. Ich nehme jetzt hier mal die Waffe. Was brauche ich denn in den anderen? Ich sag, muss wirklich den Gegner in der Nähe pro Sekunde vorher schon so. Oh, da muss ich ein paar Aspekte wieder hier. Was sind die ganzen Dinger, die ich hier, in denen ich schon mal Aspekte drin hatte? Nein, dann verliere ich die doch. Ah, da muss ich mehr. Das ist immer die Frage, Daniel, mit den Aspekten. Ja. Wenn du die verlierst. Die Kodexe der Macht, die kannst du ja immer wieder einsetzen. Aber ja, ja. Aber jetzt sind das die Sachen. Die Aspekte, die du aus den Rüstungen kriegst, die sind ein bisschen spektakulärer. Ja. Ich glaube, das sind alles die Sachen, die ich von Dings habe, von Aspekten. Also Objekten. Plättenwurzelei und Rettich.
Teufelszunge Tofu rinnt. Nee, das Respekt habe ich sogar. Der ist halt noch ein bisschen schwächer anscheinend. Gebt alles hinein. Ich war gerade im Menü, Daniel. Machst du da? Ich hab gebimmelt. Ja, und hier der Onyx-Turm! Cool. Ja, ich tu mal die Axt einlagern erstmal. Ja, was wollte ich die ausrüsten? Dann tue ich wahrscheinlich da das Angriffsgeschwindigkeit Ding reinpacken. Haben wir ja so ein Ding, wo ich das schnell machen kann? Ich glaube nicht, ne? Ne. Du brauchst einen Okkultist für. Oh mein Gott. Die gibt es halt nicht in jeder Stadt, ne? Aber hier gibt es eine Quest. Na, lass das erstmal. Ah, das normale Gebiet hier aufdecken und dann. Habe ich genug für den Part. Dann haben wir, dann gucken wir weiter. Noch eine Quest. Das kann ich hier nicht tun. Bastardpass. Ja, sind wir ja richtig, Teil. Oh nein, ich komme hier nicht runter. Das ist unser Pass. Richtig, ja, Belagscheuschlag, der Andy lässt es wieder krachen. Genau wie die ersten Folgen von Typisch Andy, die waren auch. Ja. Typisch Andy. Na, so, dann haben wir aufgedeckt. Das ist jetzt unsere Hose. Uns fehlt nur ein Gebiet in diesem Gebiet. Wo ist das? Ein Gebiet. Wo? Das hier? Ich glaube, das da. Ja. Das hier. Also irgendwie eine Quest, die wir abgeben können, glaube ich. Hm. Ja, war das Gebiet komplett aufgedeckt. In Ruhe schlafen nachts. Ja. So, ich weiß, dass die ganze Welt mir offen steht. Fehlt sowieso noch einiges in unzähligen Gebieten. Schreine von Lilith. Ja, ja. Das ist die Sache, die mich beruhigt, beunruhigt. Jetzt war die ganze Karte aufgelegt, aber wir haben noch so viele. Wir müssen ja nicht alles machen. Nicht, solange ich in der Stadt bin. Bitte, was? Genauso wenig, Daniel, wie du auf Großmeister den Rancor besiegen. Ja. Damit kannst du dich abfinden. Ja, aber so was von. Nicht, solange ich in der Stadt bin. Ja, müssen wir wieder Dinger sammeln. Ne? Pass mal auf, wo du hinreitest, Kollege. Sind wo reingeritten, das Gold am Boden. Leute sind schon am Spekulieren, was der dritte Teil sein wird von Jedi. Ja. Nice, ja. Aber dann ist irgendwie schon klar, dass ein dritter. Er hat selber gesagt, der Typ. Der hat immer als Trilogie gesehen hat, die Spielreihe. Ah, Wegpunkt. Wenn wir den denn übersehen. So, hier ist ein Okkultist. Oder? Ja. Nee. Noch. Alle Gebiete hier entdeckt. 51. Cool. Ich rede einfach mit dem über den Zaun. Ja? Worum geht es hier? Tut mir leid. Ist das? Seid ihr verrückt? Wenn euch jemand damit sieht, es gibt jetzt schon Gerüchte von heimlichen Kannibalen, die sich in den Städten verstecken. Nehmt es mit nach draußen, in den Süden. Dort ist ein kleiner Gebetsschrein. Vergrabt es tief, damit die Raubtiere es nicht bekommen. Ach, ist er der Typ, für den wir diesen Kopf brauchen? Der die ganze Zeit bei uns im Inventar rumgammelt.
dachte gerade, was ist das hier? Aus dem Weg! Lauf! Kann ich angreifen? Na klar, jetzt habe ich irgendeine HP getriggert. Was auch immer es sein soll. Hungriger Blutfalke! Das ist doch das Gleiche. Oh. Es wurde verbracht. Ich habe was gemacht und ich nicht. Gut. Dieser Junge. Hast du den Kopf nicht vergraben? Nie nach Gul'ran gehen sollen. Nein. Ich wollte, dass er den Hof übernimmt. Ich mach sofort. Er hatte größere Träume. Es tut mir leid, Fremder. Ihr habt bestimmt Besseres zu tun, als einem enttäuschten Vater beim Jammern zuzuhören. Danke. Ah, ich muss ihn sogar besiegen, so ein Scheiß. Quest abgeschlossen. Wohin sieht man denn, dass da so ein Objektaspekt drin ist oder nicht? Das sieht man nicht, oder? Wenn ich dich jetzt richtig verstehe, ob du. Also, wie sieht man das? Aspekt, ob es da auch als Codex gibt oder was? Nein, ob die Waffe, die ich jetzt gerade habe, woher erkenne ich, ob da jetzt ein Aspekt von einem. Von dem Codex oder von dem Objekt drin ist. Ja, das kannst du nicht erkennen. Da musst du miteinander, du musst dir deine Codexe durchlesen, was du hast. Da gibt's keinen Erkennen. Ja, genau das meinte ich auch dann. Auf dasselbe wollte ich ihn auch aus. Ja. Meistens, weiß ich nicht, erkennt man das daran, die sind, selbst wenn das dieselbe Fähigkeit ist, ist ein bisschen schwächer. Wir müssen nach Stern auf der Karte. Da ist irgendwo was Legendäres am liegen wahrscheinlich. Solange ich in der Stadt bin. Muss den Piepmatz erledigt hast anscheinend. Ja. Ich hab nicht gesehen, dass da was Legendäres gedroppt wurde. Ja, für mich aber war anscheinend. Ja, dann geh mal hin, Daniel. Ah ja, heilige Stiefel. Bin sogar besser. Was? Der Daniel, du Jude. Legendäre heilige Stiefel. Der Daniel profitiert von meinem Glück. Hey, danke schön. Jetzt denkt er sich endlich, zahlt sich aus, dass ich diesen Typen Jahr für Jahr ertrage. Ja. Na gut. Ich gehe mal kurz nach Kyoga Stadt. Oh nein! Oh, nein! Hört ihr es wagen? Ich war nicht in deiner Stimme, ey. Boah. Wie gesagt, ab nach Kyo wahrscheinlich. Wenn ich das wieder finden will. Bye-bye.